Hallo, willkommen im ersten Video zum neuen Jahr. Heute geht es um zwei Röhren, die etwas einen schlechten Leumund haben. Nämlich es geht um die ELL80 und die ECLL800, beide von Lorenz. Die ELL80 wurde 1960 entwickelt, also eigentlich schon relativ spät, und die ECLL800 wurde erst 1963 entwickelt. Was war Gegenstand der Entwicklung? Und zwar das Problem war der Platzbedarf bei Gegentaktschaltungen. Den hatte man versucht zu miniaturisieren bzw. Platz einzusparen. Und die ELL80 hatte zwei Pentodensysteme. Jedes Pentodensystem hatte ungefähr die Leistung der EL95. Das war eine Miniatur NF-Pentode, die ungefähr 4,5 Watt im Eintaktbetrieb, ungefähr 7 Watt im Gegentaktbetrieb leistete. Dafür waren es aber zwei Röhren, also zwei Miniaturröhren, die versuchte man zu ersetzen durch eine Novalröhre. Das Problem aber bei der ELL80 war, dass diese Röhre sehr heiß wurde. Und die Lösung war, die Röhre einfach nur mit etwa 70% der Leistung, der möglichen Leistung zu betreiben oder die Schaltung größer auszulegen, um bessere Luftzirkulation zu erreichen. Was etwas dem Klassenziel widersprochen hat, weil natürlich die Röhre war konzipiert, um kleine Schaltungen zu ermöglichen. Und jetzt muss man aber die Schaltung größer auslegen, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Deshalb wurde die ELL80 auch nicht allzu lange eingesetzt. Es war eh schon zum Ende der Röhrenzeit. Es gab dann Versuche oder Adapter, um die ELL80 durch zwei EL95 zu ersetzen. Lorenz hat dem Ganzen noch eine Krone aufgesetzt mit der Entwicklung der ECLL800, wo noch zusätzlich eine Triode zur Phasenumkehr mit eingebaut wurde. Alles im Novalsockel. Und es war keine hundertprozentige Lösung. Die Meinungen gehen hier zu weit auseinander. Die einigen sagen so, die Röhre ist super, die anderen sagen so. Die Röhre wird zu heiß. Auch ich bin der Meinung, dass das Klassenziel im Schnitt nicht erreicht wurde, weil halt durch das Erhitzen der Röhre halt die Schaltungen wieder etwas großzügiger ausgelegt werden mussten und somit halt der Miniaturisierungseffekt irgendwie verpufft ist. Gerne kann in den Kommentaren diskutiert werden, ob die ELL80 eine Top war oder ob es ein Flop war. Wie es doch beim Compris d'Eurovision de la Schnarchsack immer so schön hieß, the lines are open now. Insofern schauen wir mal, was passiert. So, kommen wir mal zum Aufbau der Röhren. Das hier ist eine EL95, eine NF-Leistungspentode. Im Eintaktbetrieb erreicht sie ungefähr 4,5 Watt, im Gegentaktbetrieb bis zu 7 oder 7,5 Watt, je nachdem, was für einen Klirrfaktor man akzeptiert. Und die ELL80 soll zwei dieser EL95 ersetzen im Gegentaktbetrieb. Und das ist die ECLL800. Sie ist identisch aufgebaut mit den beiden Pentodensystemen wie die ELL80, enthält aber zusätzlich noch besagte Triode zur Phasenumkehr. Schauen wir uns die beiden Systeme mal genau an. Ich hoffe, dass der Fokus mitspielt. Bei der EL95, Entschuldigung, fällt auf, dass der Anodenkasten natürlich sehr groß ist.
weil es sich hier um eine Leistungspentode handelt. Ebenfalls sieht man die Kühlfahnen der Raumladegitter. Da diese mit einer positiven Spannung betrieben werden, fließt Gitterstrom und damit natürlich entsteht Wärme. Die wird mit Radiationskühlung abgeführt. Weiterhin sieht man die Stanzung für das Bremsgitter, an dem auch das Getter befestigt ist. Das ist jetzt in der Mitte des Bildes die Metallzunge, die das Getter hält, was jetzt hier auch gut im Bild ist. Ebenfalls sieht man die ovale Kathode in der Mitte des Bildes. Die Kathode ist deshalb oval, um eine größere Oberfläche zu bieten für die Elektronenemission. Und direkt neben der Kathode oben und unten natürlich das Steuergitter aus Kupferstäben, um auch die Wärme ableiten zu können. Und man sieht natürlich den zusammen punktgeschweißten Anodenkasten und natürlich auch das System der Röhre, also die Punktschweißung von den Kontaktstiften zum System selbst. Hier ist jetzt die beiden Heizfäden zu sehen. Hier ist der Kontakt zum Bremsgitter. Hier sieht man das Lot, mit dem der Sockel, also den Pressglasteller und der eigentliche Röhrenkolben zusammengeschweißt wurden. Wobei das ist keine Schweißung, das wird gelötet. Das ist ein Glaslot, das schmilzt bei relativ niedrigen Temperaturen. Und das ist natürlich besagter Miniatursockel, siebenpolig. Und man sieht an der Raute, die Röhre ist von Telefunken produziert. So, das ist der Ausgang. Ein System der EL95. Und das ist die ELL80. Die zwei Systeme der EL95 enthält. Man sieht, die Röhre ist symmetrisch aufgebaut. Oben im Bild ist jetzt zu sehen, in der Mitte die Kathode. Oben drüber die beiden kupfernen Steuergitter, also Gitter 1. Oben drüber ist das Raumladegitter mit etwas längeren Stäben. Das Bremsgitter ist nicht herausgeführt. Dasselbe auch für das andere Röhrensystem. Das ist wie gesagt identisch aufgebaut. Beide Systeme sind voneinander elektrisch abgeschirmt. Man sieht die große Metallzunge, die den ganzen Kolben durchläuft. Und oben natürlich das Getter. Wichtig für die NF-Fraktion. Hier sieht man kurz den Aufbau der Röhre selbst. Also die internen Aufbauten
Und hier ist auch wieder der punktgeschweißte Sockel mit den Verbindungen zum System. Zur genauen Beschaltung komme ich gleich am Neuberger. Versuche mal einen Größenvergleich der ELL80 mit der EL95. Man sieht, die Anode ist wesentlich länger. Dafür ist der Anodenkasten aber etwas schmaler. Wie gesagt, elektrisch ist ein System der ELL80 identisch mit der EL95. Und als nächstes kommt die ECLL800, die zusätzlich noch die besagte Triode enthält zur Phasenumkehr. Das System ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich versuche mal beide ins Bild zu bekommen. Und zwar die Gitter sind ein bisschen kürzer. Den Fokus zu bekommen. Das hier ist jetzt, wie gesagt, das Pentodensystem. Man sieht wieder die ovale Kathode, die kupfernen Haltestege für das erste Steuergitter und das Raumladegitter ist sehr viel kürzer. Das Bremsgitter ist nicht nach außen ausgeführt, das ist röhrenintern verbunden. Und hier sieht man das System der Triode. Die Triode ist einfach oben aufgesetzt. Alle drei Systeme teilen sich dieselbe Kathode. Man sieht das durchgehende Kathodenröhrchen. Ich krieg's leider nicht näher. Man sieht das durchgehende Kathodenröhrchen. Das Anodenblech. Die Halterung für das Getter. Die ist identisch mit der EL80. Auch die durchgehende Schirmung im System. Sowie die Verbindung der Kontaktstifte zu den Röhrensystemen selbst. Zur Beschaltung komme ich, wie gesagt, gleich am Neuberger. Die Röhre ist, wie gesagt, von Lorenz produziert. Die ECLL800 wurde nur von Lorenz produziert.
Das auch relativ spät, erst 1963. Und als letztes Element, das hier ist ein Originalkarton der ECLL 800. Irgendjemand hat mal dafür 20 Euro bezahlt, was meiner Meinung nach ein guter Preis war, weil die Röhre ist relativ selten. Und natürlich der oft obligatorische Garantieschein, wer die Röhre wo gekauft hat, und der Händler hat es gefälligst zu bestätigen. Kriegt der Fokus leider nicht. Er gilt als Garantieurkunde für die original verpackte Röhre. Gut, dann schreiten wir mal zum Neuberger und testen die Röhren. So, fangen wir mit der ELL 80 an. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie bekomme ich zwei Pentodensysteme in einen Nobelsockel? Also der Deal ist der folgende: Die Röhre hat eine gemeinsame Kathodenzuführung, sowie ist röhrenintern das Bremsgitter mit der Kathode verbunden. Die Anoden sind natürlich getrennt rausgeführt, die Raumladegitter sind ebenfalls getrennt rausgeführt und die Steuergitter natürlich auch. Somit sind beim Nobelsockel jetzt alle Stifte komplett ausgeschöpft und wir beschalten das Ganze jetzt mal am Neuberger. Der Neuberger selbst wird typisch beschaltet, also als im Betriebsmodus V für den normalen statischen Röhrentest. Messgerät ist auf 60 mA Leistung, also Strombereich, und wir brauchen natürlich zuerst mal die Heizung. Auf Pin 4 und 5 für die normale Röhrenheizung. Wir brauchen die Kathode. Diese ist auf Pin 7. Kathode Pin 7. Ich brauche einmal das Steuergitter. Für System 1, das ist Pin 1, also zuerst eine negative Spannung. Pin 1 ist das erste negative System. Und Pin Nummer, Brille. Und Pin Nummer 6 ist das zweite Steuergitter. Also Steuergitter Pin 6, das erste Steuergitter Pin 1. Haben wir jetzt gerade schon einen Fehler gemacht, das ist natürlich Pin 2 und nicht Pin 1. Pin 1 ist das Raumladegitter für das erste System und Pin 9 ist das Raumladegitter für das zweite System. Das zweite System brauche ich jetzt U2. Wie schon gesagt, das geht auf Pin 1 und Pin 9 ist das zweite Raumladegitter. Also 9, habe ich wirklich keine Brille an. Also 9 geht aufs zweite Steuergitter
Und Pin Nummer 1 geht ebenfalls aufs zweite Steuergitter. Der Steuergitter 3, also das Bremsgitter, ist wie gesagt auf der Kathode. Was fehlt noch? Die beiden Anoden. Anode 1 ist auf Stift Nummer 3, also Anode 1 ist Stift 3. Und Anode 2 ist auf Stift Nummer 8. So, somit wäre die Röhre jetzt beschaltet, also der Neuberger. Etwas fehlt noch, nämlich die Röhre selbst. Das ist, wie gesagt, die gerade vorgestellte ELL80. So. So wie immer. Erst alles auf Null stellen. So. Die Lampe leuchtet, also die Röhre hat Durchgang. Stellen wir zuerst die Heizspannung ein, 6,3 Volt. Wir testen nach Datenblatt. Also die Steuergitter ist minus 9 Volt. Das Raumladegitter 250 Volt und die Anode auch 250 Volt. Und es sollte bringen 24 mA pro System. Also jetzt stellen wir mal 9 Volt an für das Steuergitter. Und 250 Volt für das also guten Morgen, gehen wir mal aufs ersten Schalter, sehen wir was auf dem Netzgerät. So, wir sind im 500 Volt Bereich und wir brauchen 250 Volt. Selber auch mit 250 Volt an, oder? Sollte alles stimmen. Und dann gehen wir mal auf Kathode. Ich hatte gerade einen Ausschlag, der Kurzschluss signalisiert. Es kann natürlich sein, dass die Röhre intern Kurzschluss hat. Der ist aber beim Aufheizen weggegangen. Es kommt manchmal vor, dass die Röhre ein bisschen schief liegt und beim Aufheizen sich wieder gerade zieht. Also sprich die Steuergitter von der Anode weggehen, weil halt durch mechanische Beschädigung bzw. Belastung das ganze das System sich verschoben hat. Wir machen mal weiter. Im schlimmsten Fall schicke ich die Röhre in IOL. Ich regel die Heizspannung nach. So, gehen wir mal weiter. Kein Kurzschluss zum Steuergitter 1. Kein Kurzschluss zum Steuergitter 2. 3 ist nicht konnektiert, 4 auch nicht. Anode scheint auch kein Kurzschluss zu haben.
und es fließt jetzt auf dem ersten System 14,3 mA. Zweites System ist 15,8 mA. So, ich weiß natürlich nicht, wie alt die Röhre schon ist. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mehr neu ist. Gucken wir mal, ob die Spannungen alle stimmen. Also minus 9 Volt Steuergitter. Gut, die Anode stimmt natürlich nicht mehr. Die ist eingebrochen. Also ich habe jetzt die Anode und das Raumladegitter nachgeregelt auf 250 Volt. Und jetzt haben wir 21,28 mA. Neuberger brummt. Sieben mA auf dem ersten System und 24,5 ungefähr auf dem zweiten System. Soll, wie gesagt, laut Datenblatt 24 mA bringen. Und die würde ich sagen, haben wir. Damit würde ich sagen, die Röhre ist im sehr guten Bereich. Und man sieht auch die, vor allem man spürt auch die Hitze, was ja das Kernproblem der ELL80 war, nämlich die Wärmeentwicklung. Foto bei Nacht. So, das war die ELL80, jetzt machen wir dasselbe nochmal mit der ECLL800, die wie gesagt auch ein zusätzliches Triodensystem hat. So, nochmal zurück zur ELL80. Ich habe mir die Videoaufzeichnung nochmal angeschaut und ich habe gemerkt, dass die Gitter des Raumladegitters glühen. Es kann also wirklich sein, dass die Röhre einen Kurzschluss hat. Ich habe jetzt die ELL80 durch eine andere ersetzt aus meiner Sammlung.
Und ich betreibe die Röhre jetzt mit exakt selben Einstellungen wie die andere. Um als Vergleich, ob wirklich die Röhre defekt war. So, beim Einschalten sieht man jetzt keinen Kurzschluss mehr. Das war der Fehler bei der anderen Röhre, dass die Nadel kurz ausgeschlagen hat, wie ich auf die Kathodentest geschaltet habe. Damit ist ja die Heizung eingeschaltet worden. Und damit so, ich schalte jetzt weiter auf G1, G2. 3 ist nicht beschaltet, also außen nicht beschaltet. 4 gibt es nicht. Kurzschluss zur Anode anscheinend auch nicht. Und jetzt fließt Anodenstrom. Sind 22,4 mA auf dem ersten System. Und knapp 22 auf dem zweiten System mit exakt gleichen Einstellungen. Und die Steuergitter der Röhre fangen nicht an zu glühen. Das spricht dafür, dass die andere Röhre, wie gesagt, einen internen Kurzschluss hatte. Also war der erste Ausschlag doch richtig. Die Röhre läuft stabil auf 22 mA. Das ist das zweite System. Es hat 22, fast 23 mA. Und das erste hat 22,3 ungefähr. Und wie man sieht, die Steuergitter glühen nicht. Auch im Dunkeln sieht man, dass nur die Kathoden glühen. So, kommen wir mal zur ECLL 800. Das ist jetzt die Variante mit zusätzlicher Triode für die Phasenumkehr. Jetzt wird es natürlich eng im neunpoligen Novalsockel. Was bei der Lösung von Lorenz, und zwar das Steuergitter 2, also das Raumladegitter, wurde für beide Systeme jetzt zusammengelegt. Somit ist der Pin 1 frei geworden für die Anode der Triode. Das heißt, das Steuergitter für Pin 1 entferne ich jetzt. Das bleibt weiterhin konnektiert auf Pin 9. Jetzt allerdings für beide Triodensysteme. Die Anode der Triode ist im Moment unbeschaltet. Und alle anderen Pins auf der Röhre sind identisch wie bei der ELL80. Auch die Testspannungen sind identisch. Und zwar 250 Volt für die Anode, 250 Volt für das Raumladegitter, minus 9 Volt für das Steuergitter. Und ergibt 24 mA Anodenstrom pro System. Das Ganze testen wir jetzt mal.
So, die Spannung stimmt natürlich jetzt noch nicht ganz, weil die Röhre unbelastet ist. Ich schalte jetzt erstmal auf den Kathodentest. Und somit wird die Heizung eingeschaltet. Anstellung der Heizspannung, die passt im Großen und Ganzen. Kein Kurzschluss vom Steuergitter, also Gitter 1. Kein Kurzschluss für Steuergitter 2, also das Raumladegitter. Kein Kurzschluss für das Bremsgitter, was röhrenintern auf Kathode liegt. Gitter 4 gibt es nicht. Kein Kurzschluss zur Anode und Feuer. Jetzt muss ich die Spannungen nachregeln. Natürlich 250 Volt für das Raumladegitter und 250 Volt für die Anode. Dann haben wir auf dem ersten System 26,3 mA. Im zweiten System 25,6 ungefähr. Kann man sagen, dass die Röhre funktioniert. Wir sind im sehr guten Bereich. Also 24 mA wäre der Sollbereich. Dann schauen wir mal, was die Triode sagt. Für die Triode zu testen, muss ich, wie gesagt, die beiden Anoden entfernen. Für die Pentode natürlich. Pin 1 ist jetzt die neue Anode. Das Steuergitter des ersten Röhrensystems, das der ersten Pentode, ist identisch mit dem Steuergitter der Triode. Allerdings die Spannungen ändern sich jetzt. Ich habe auf der Triode jetzt 100 Volt Anodenspannung bei minus 9 Volt Gitterspannung und es soll liefern ungefähr Anodenstrom von 4 mA. Also stellen wir es mal ein. Raschel, raschel, also 100 Volt Anodenspannung. Minus 9 für das Gitter. So, kein Kurzschluss zu den Steuergittern. Zur Anode auch nicht. Und die Anode liefert 4,06 mA. Also exakt das, was im Datenblatt steht. Bei minus 9 Volt. Und somit würde ich sagen, die Röhre funktioniert zu 100%.